Uwe Jensen, ein Entertainer, seit mehr als 35 Jahren. Auch das Berliner Tierparkfest hat er ins Leben gerufen. Kann geschehen. Jetzt Refrain. Proben für eine Tour und eine neue Single mit dem ehemaligen Fernsehapachen Gojko Mitic. Leise flüstern die alten Bäume. Er ist erstaunt über so manche unübersehbare Blessur, wie die fehlende Fingerkuppe an diesem Mittelfinger. Sag mal, ist ja dein Finger da? Ja. Ich hätte ja gerne Gitarre, gerne gespielt für dich, aber das ist mal jetzt ein Problem, nachdem ich mal in Konflikt mit der Tischkreissäge gekommen bin. Und so. Uwe Jensen zu Hause in Köpenick. Hier geschah das Unglück vor 8 Jahren. Ich glaube, bei der Tischkreissäge habe ich mir die Sicherheitsvorrichtung gespart. Und dadurch ist es passiert, ja. Die Fingerkuppe war nicht mehr zu retten. Doch das ist bei weitem nicht das einzige Missgeschick des passionierten Hobbyhandwerkers. Vor einigen Jahren, da hatten wir auf meinem Grundstück eine Kokslieferung bekommen. Und ich habe den Koks nun reingeschippt in den Keller, benutze so eine Koksgabel und steche mir die Koksgabel durch den Turnschuh, quer durch den Fuß und so weiter. Und das alles vor 10 Tage ungefähr vor einer Fernsehsendung. Damals meine erste Show, erste Personality-Show, abendfüllende Show. Ich habe, glaube ich, ein Vierteljahr vorher mit dem Ballett geübt und so, und hatte wirklich sehr viel Action da drin. Und dann diese Verletzungen. Nun musste er im Sitzen singen. Zu groß waren die Schmerzen im Fuß. Immer wieder holt er sich durch sein Hobby Blessuren oder sogar größere Verletzungen. Erst vor einigen Monaten ist er von diesem Balken aus über 2 Meter Höhe abgestürzt. Ein Handwerker mit Pannengarantie? Also nö, dass ich prädestiniert bin dafür, für Verletzungen. Ich behaupte nein, ja. Meine Chirurgin wird natürlich sagen ja. Kalender? Kontrolltermin bei seiner Chirurgin in Köpenick. Denn der Sturz blieb nicht ohne Folgen. Die Hand war nicht nur verstaucht. Das Kernspinnbild zeigt eine Handwurzelknochenfraktur, also einen Bruch. Wir mussten da nicht operieren, sondern diese Frakturen werden konservativ funktionell behandelt. Das heißt mit einer Ruhestellung und anschließend dann mit einer Physiotherapie, was Herr Jensen auch sehr akribisch durchgeführt hat. Also eigentlich ja, keine Beschwerden mehr. Okay, das finde ich ganz gut, aber wir wissen ja, es war eine Fraktur des Handwurzelknochens, aber ein bisschen Vorsicht sollte noch sein. Dass man mit so einer Sache, ja, also so Probleme haben kann, habe ich nicht gedacht, wirklich. Er sicherlich ist in dem Fall doch vielleicht eine kleine Ausnahme, weil er hat alles mitgenommen, was man nur mitnehmen kann. Er hat nicht nur Verletzungen am Handgelenk oder am Finger, er hat am Fuß. Aber ich denke, bei seinen Aktivitäten ist es nicht zu verhindern. Und Unfälle sind zwar zu vermeiden, aber nicht zu verhindern. Auf sein Hobby will Uwe Jensen nicht verzichten. Immerhin hat jedoch der 63-Jährige aus einigen Missgeschicken bereits gelernt. Hier sein Tipp. Nicht etwa das Hobby weglassen oder so. Nee. Das setzt ja auch Glückshormone frei und die brauchen wir ja auch. Aber vielleicht bei einer Schleifmaschine oder so einfach mal die Brille aufsetzen oder die Sicherheitsvorkehrungen dran lassen und nicht so abbauen und vor allen Dingen aufpassen, wenn man eine Leiter benutzt. One way win, one way. Leise flüstern die alten Bäume. One way win, one way win. Sie erzählen von alten Träumen, wenn sie